Hallo Freunde der gepflegten Nachmittagsunterhaltung, hier ist Ricolat. Ja, ich weiß, es ist schon wieder ein neues Let's Play auf meinem Kanal, ja. Und diesmal, oh, was ist das? Gothic 3, ja. Aber diesmal habe ich das Gefühl, dass es genau das Richtige für mich ist. Ich möchte auch dieses schöne Spiel hier Let's Playen und auch durchspielen und alles Mögliche, weil ich finde das so geil. Ja, auf jeden Fall. Muss ich erstmal dazu sagen, ich habe von Gothic 3 ein Community-Patch installiert, deswegen steht hier auch Enhanced Edition. Das ist hier oben stets 1.74. Das liegt einfach daran, weil, ja, wie soll ich das jetzt sagen, wo Gothic 3 rausgekommen ist, ich weiß nicht, es war einfach, glaube ich, nicht zu viel Zeit für die Hersteller, dass sie es komplett ausreifen konnten, aber es waren halt wirklich in der Urfassung. Ich habe es einmal gespielt, bevor ich damals den ersten Patch draufgehauen hat, den es dafür gab. Da war es einfach wirklich fast unspielbar. Also man hat schon spielen können, aber es gab so viele Bugs, dass es echt aus war. Nach dem ersten Patch war es eigentlich dann schon spielbar. Es wurde auch gleich auf der CD mit drauf installiert, glaube ich. Aber ich habe mir gedacht beim ersten Mal, das ist ein Quatsch mit der Netlay installieren. Aber es ist echt übel gewesen. Und jetzt haben sie halt über die Jahre hinweg Community-Patches gemacht. Und dadurch, finde ich, hat die Community einfach dieses Spiel so perfekt hingekriegt und eigentlich die gröbsten und heftigsten Bugs ausgemerzt. Und es sind halt wirklich nur noch Feinheiten, aber es ist wirklich auch ein großes Spiel, also dem kann man es locker verzeihen. Auch damals habe ich es den heftigeren Bugs in Anführungsstrichen verziehen, weil es ist einfach genial. Auf jeden Fall machen wir das jetzt so. Ich lasse. Hier unten gibt es auch noch ein Ding, das ist alternatives Balancing. Das wurde auch mit dem Community-Patch eingeführt. Das ist einfach, um die Sache ein bisschen schwerer zu machen. Ich habe es jetzt vorher mal kurz angespielt und deswegen stelle ich jetzt mal den Schwierigkeitsgrad auf schwer. Weil ich gemerkt habe, die Orks waren jetzt nicht so das Wahre am Anfang. Die waren eigentlich schnell tot. Wahrscheinlich bereue ich das nachher, aber ist ja wurscht. Und die Mausempfindlichkeit ist mir irgendwie zu langsam. Ich weiß auch nicht warum. Und hört euch nur diese geile Musik an. Die haben extra dafür ein ganzes Orchester gemietet von Bremen. Ja, das ist schon besser. Um diese geile Musik aufzunehmen, und das ist einfach nur genial. Gut, jetzt habe ich mal genug geschwärmt. Ich lasse dieses alternative Balance aus, weil ich euch eigentlich das richtige Gothic zeigen möchte in der guten Version. Wie ich gerade eben schon erklärt habe, wir fangen einfach mal an. Ja. So, jetzt kommt erstmal das Intro, wie wir auf die Insel gekommen sind. Natürlich müsste man jetzt, um die Story weit einen großen Kontext zu verstehen, die Vorspiele gespielt haben. Die möchte ich jetzt aber hier nicht spielen, weil mir das zu aufwendig ist. Ich werde immer, wenn jetzt mal was aus alten Spielen kommt, werde ich vielleicht was dazu erzählen, was mir noch einfällt. Ja, ansonsten am besten spielt ihr einfach Gothic 1 und 2 selber. Es sind auch geniale Spiele, auch wenn sie schon fast, naja, die sind schon über 10 Jahre alt. Einfach genial. Und jetzt schauen wir uns das Intro an. Das ist auch super.
So, das war's mit dem Intro und schon sind wir mitten im Gefecht. Ich mache jetzt diese Scheißtipps aus, weil ich sowieso weiß, wie es geht im Prinzip. Und wir finden uns jetzt einfach mal mitten im Kampf. Wir sind kaum auf der Insel gelandet und schon legen wir uns mit der hiesigen Ork-Besatzung an. Um dazu noch kurz zu sagen, wir befinden uns ja jetzt in Myrtana. Das ist dieses Land der Mitte. Mal gleich mal looten natürlich. Das wurde vollkommen von den Orks überrannt, wie wir im Trailer jetzt gesehen, im Intro jetzt gesehen haben. Genau, dazu sage ich euch später mehr. Jetzt genießen wir einfach dieses schöne Gemetzel und versuchen die armen Leute hier von der Ork-Besatzung zu befreien. Ja. Sehr gut. Gut, dass ich natürlich auf schwer gestellt habe. Da kann sowas natürlich gerne mal passieren. Hi Leute, jetzt bin ich hier. Sorry für die Unterbrechung eben. Aber irgendwie hat es mir voll mein Spiel gecrashed, gerade eben einfach. Und bumm, wo ich es gerade neu starten wollte, ihr habt es ja gesehen. Jetzt habe ich einfach da wieder angefangen. Ich hoffe, jetzt steht es noch auf dass es jetzt auf Schwierigkeitsgrad Mittel steht. Ich habe jetzt eigentlich nicht erwartet, dass ich jetzt so schnell sterbe, aber ich habe sie doch ein bisschen unterschätzt dann. Naja, es kommt davon, ne? Als Intro schauen wir uns jetzt nicht nochmal an. Ich hatte nur keine Lust, diese ganzen Gebrabbel, was ich hatte, nochmal aufzunehmen. Egal. Wir kennen ja jetzt das Intro schon. Keine Tipps mehr. Wir schauen mal kurz, auf was es steht. Schwer, okay. Dann machen wir das jetzt einfach folgendermaßen. Ich speichere jetzt das Spiel. Neuer Spielstand. Speichern. Das kann man nicht benennen. Naja, ist ja wurscht. Erster Tag. Erster Tag und voll verkackt. So. Wir sehen hier eben unsere Compadres auch voll im Kampf. Was wollte ich gerade eben sagen? Wir sind kaum auf der Insel gelandet und schon... Und schon kriegen wir... Das kann's doch nicht sein. Wenn ich jetzt natürlich einfach vom Mittel starte, ist es auch ein bisschen blöd. Ich kann jetzt nicht einfach daherkommen und sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr auf schwer. Jetzt mache ich das auf Mittel. Nein, wenn, dann ziehe ich das jetzt durch wie ein Mann. Und wenn das jetzt 10.000 Aufnahmen wären, das ist mir scheißegal. Entschuldigung, ich habe egal gesagt. Aber wenigstens brauchen wir jetzt das Intro nicht wegklicken. Jetzt habe ich ja gespeichert. Das heißt, wir sind jetzt schon... Oh, Eder. Ja, das ist halt... Das sind halt jetzt diese Community-Patches. Die hauen halt schon mal ordentlich in die Dinge. So, jetzt nehmen wir mal einen Heiltrank. Mal schauen, was das so gibt. Schaut schon besser aus. Mal irgendwie kann ich mich erinnern... Ja! Und da ist er wieder tot, der erste Ork. Jetzt bin ich natürlich motiviert. Es gibt natürlich, fällt mir gerade wieder ein, auch noch so ein Bug oder ich nenne es jetzt eher mal Glitch. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Wenn man das Inventar aufmacht, kann man einfach Heiltränke und Tränke nehmen, ohne dass man Schaden kriegt. Also man ist eigentlich unsterblich und zieht sich derweil alles rein. Das finde ich aber ein bisschen lame, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde es zwar wahrscheinlich irgendwann sowieso machen. Dann werde ich genau an diese Episode denken und dann mich zurückdenken und denken, was ich für ein Depp bin. Aber ich werde das jetzt versuchen, das jetzt so zu spielen.
Ich hab vergessen, wie man sprintet. Shift 1A. Hauptsache, ich greife die ganze Zeit irgendeinen anderen an. Ich frage mich jetzt, wie oft ich jetzt noch sterbe, bis wir das jetzt endlich mal geschafft haben. Naja, wir haben ja Zeit, ne? Das ist ja die Wurst. Die erste Aufnahme, ich weiß nicht mehr, wie das Dorf heißt. Überhaupt. Also ganz ehrlich, wo ich die Aufnahmenprobe gemacht habe und auf Mittel gespielt habe, habe ich die in einer Minute, habe ich dieses Dorf leer gehabt. Da habe ich mir gedacht, das ist mir irgendwie zu einfach. Und jetzt verrecke ich an zwei Orks. Ich glaube einfach, dass ich zu blöd zum... Na, jetzt machen wir was ganz anderes. Ich baller den das jetzt einfach voll ins Gesicht. Ja, sehr gut. Ich wieder mit meinen übelsten Skills. Ach, das ist lame. Ich hasse Bogenschießen hier. Ich habe Bogenschießen noch nie gemocht in der Gothic-Reihe. Ich hab schon gedacht, der Boss geht auf uns los, der dabei kloppt er den Schmied da drin. Ja, ja, ja. Killing Spree. Boah. Rikulat hat eine Doppeltötung erzielt. Oh mein Gott! Es fokussiert uns einer. Oh, jetzt kann ich mich aber noch dran erinnern, wo ich das früher mal gespielt habe, bin ich wirklich auch aus dem Dorf rausgelaufen. Oh, nein, 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 ich will nicht sterben. Ich habe gerade zwei gekillt. Nein, 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 nein. Laufen wir einfach in die Wildnis. Hey, das ist ein Snapper. Nur mal zu erklären. Boah, Leggung. Ah, vielleicht stelle ich doch die Details ein bisschen runter. Aber Hauptsache, der zieht voll viel ab, ey. Mhm. Oh mein Gott. Werden wir es überleben? Werden wir es überleben? Wird es noch in dieser Folge geschehen? Ich weiß es nicht. Werden wir dieses verkackte Dorf noch befreien? Friss das Ork! Boah. Jetzt gehen wir zu den Bogenschießern über. Und kiten, und kiten, und kiten. Oh oh. Lauf, Scavenger. Was habe ich gesagt? Wie heißen die? Weiß es nicht mehr. Und ihr habt bemerkt, der nennt mich die ganze Zeit Morat. Das ist das orkische Wort für Mensch einfach. Naja, genau. Habt ihr das gesehen? Einfach mal voll... Retten um dein Leben. Wahrscheinlich sind drinnen schon alle tot. Der Vorteil ist, theoretisch, solange ich nicht sterbe, kann man diesen Kampf nicht verlieren. Glaube ich. Weil ich glaube, die Gefährten von mir, die ich jetzt mitgebracht habe auf dem Schiff, also sprich Diego, Gorn und wie heißen sie noch? Milton. Und ich glaube, noch einen haben wir mitgenommen. Hallo? Kannst du nicht einfach weggehen? Wie viele Pfeile der schon im Gesicht hat, mein Gott.
Ja, die sind nämlich unsterblich. Es wirkt sich positiv auf die Ohren dieser Stadt aus. Schieß halt dann da daneben. Ja, ihr habt die schon gleich. Die Hauptsache, er hat jetzt nicht runtergeschaut. Man beachtet im Hintergrund die wunderschöne Landschaft. Yo! Ach, ich bin so gut. Groschwarock. Die Pfeile kann ich nicht looten. Ich glaube, nur Pfeil, die ich daneben geschossen habe. Sonnenkraut. Müssen wir schön sammeln. Daraus können wir später mit Alchemie lustige. Oh oh. Ist, glaube ich, ein Speer. Der ist nicht so schwer. Das habe ich natürlich über den Krieger gerade eben auch schon gesagt, aber. Ich stehe doch schon. Chill mal. Komm mal her. Komm hier. Oh Gott. Ja, na super. Jetzt richtig. Ja, komm. Du kriegst jetzt auf die Fresse, du scheiß Scavenger. Ich mach mir nachher schön Schweinebraten aus dir. Naja, was ist Schweinebraten? Gekrillter Vogel gibt's dann. So. Das Lustige, ihr seht ja diese Waffe, die er benutzt. Die benutzt er ja als Einhandwaffe. Und wenn du die als Mensch benutzen willst, dann ist das eine Zweihandwaffe. Könnt ihr sehen, wie stark die Orks eigentlich sind. Jetzt hat er es aber, jetzt hat er es. Bleib da, nein, es fällt runter. Ach, egal. Schon wieder so ein Krieger. Ich habe gar kein Schwert ausgerüstet. Verdammt, ich hab mich erwischt. Nein! Nein! Fuck! Warum habe ich nicht gespeichert? Das ist auch einer der häufigsten Sätze in Gothic 3. Shit. Oh. Hey, das kannst du nicht sein. Übel. Das muss da jetzt zu schaffen sein. Jetzt stellen wir uns mal nicht so an. Na toll. Mit seiner verdammten Wirbelattacke. Merk schon, jetzt wird's besser. Nein,
Das schaffe ich jetzt. Mein Gott. Das ist sowas von peinlich jetzt einfach. Die erste Folge, die Eroberung von 3 Orks. Ich sehe schon die zweite Folge vor mir. Das Dorf zur Hälfte befreit. Und die dritte Episode. Ich mache ein anderes. Lass mal nein, Schmarrn. Oh Gott. Nichtsdestotrotz liebe ich dieses Spiel. Warum liebe ich es so sehr? Naja, das ist auch echt, also für den Anfang, da ist sich auch einfach echt was Knackiges überlegt. Jetzt habe ich ihn natürlich aus der Starre befreit, die Diego ihm zugefügt hat. Ich sollte mich eigentlich erst um den Boss kümmern, der ist echt der Stärkste einfach hier. Kannst ihn killen, aber mich nicht. Oh Gott. Der hat Blut geschnüffelt da hinten. Der Kampfstil ist geil. Ich merke gerade an, was mir fehlt. Das ist einfach Kampferfahrung. Ich habe dieses Spiel zu lange nicht mehr gespielt. Das Einzige, woran ich mich halt erinnern kann, ist, drückt die linke Maustaste und das macht dann Schaden. Was können wir jetzt schon hier? Geht doch schon. Das ist ja natürlich ausgewichen. Gott sei Dank, ey. Noch ein bisschen looten hier. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Weil es mir jetzt verdammt nochmal einfällt. Und zwar einfach mal speichern. Das ist vielleicht mal die intelligenteste Idee, die ich seit den letzten 10 Minuten hatte. Das Lustige ist an meinem Speicherstand, könnt ihr auch sehen, wie spät es ist. Ja, die Spieler haben halt nicht so viel Lebenspunkte wie... Ach genau, in der Probeaufnahme habe ich auch noch die Häuser geplündert. Daran habe ich jetzt gar nicht mal gedacht. Das mache ich jetzt aber auf jeden Fall auch noch. Oder na, ich mache das, wenn wir das Scheißdorf befreit haben. Das ist ja wahrscheinlich nicht kein mehr. Ich will den Boss Bragnar kaputt machen. Brackatz! Und da liegt der Boss. Er schaudert vor dem riesigen Boss, den ich gekillt habe. Ich habe irgendwie Angst, weil diese roten Truhen sind normalerweise, wenn du die plünderst und dich erwischt auch nur einer dabei, dann wirst du gleich, da wird gleich Stadtwache gerufen, du hast geplündert. Ah, wir müssen dich jetzt töten. Kommt halt am Anfang nicht so geil. Oh, oh. Okay, benutzen wir die Skills, die wir gelernt haben. Ausweichen und draufhauen. Derp, derpidi derp, derp. Komm. Schneller Kampfstil. Wie ich einfach gut geworden bin. Seht ihr das? Da will ich mich gleich auf den Hocker setzen, so gut ist das. Da, nein, nein, nein. Da, nein, das ist der falsche Hocker. Ja, jetzt. So, was gibt's hier so? Ein Bett, eine Truhe. Stimmt, wir könnten auch theoretisch in dem Bett schlafen, dann könnten wir uns heilen derweile.
Gottes Willen. Wow! Komm ruhig her. Oh nein, oh nein. Nein! Aber egal, wir haben irgendwann gespeichert, das weiß ich. Aber es war kurz davor und da haben wir schon drei Orks wieder gekillt. Aber egal, es ist nicht der Anfang. Das ist schon mal so viel Gold wert. Naja, das ist halt am Anfang so, du bist halt einfach schwach, hast keine Skills, ja. Du hast noch keine Lebenspunkte und so und du hast keine Rüstung. Naja gut, die kriegst du sowas eigentlich spät im Spiel, außer du bist bei den Orks, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding vom Community Patch, dass die da ein paar Rüstungen noch eingebaut haben. Wurscht auf jeden Fall. Jetzt hauen wir alle weg hier. Ja, der liegt auch noch. Jemand zum Schlag ausholt und ich schon voll den Herzinfarkt hier habe. Ja! Da liegt der Agent. Das ist jedes Mal ein Glücksmoment. Der hat 109 Gold, ey, und übelst viele Heiltränke. Ja, killt ruhig die Slaven. Das ist ein oh, ja, stimmt, hier liegt ein Haufen Zeug drauf. Ja, ich habe natürlich jetzt nichts anderes zu tun. Oh ja, der Teleportstein, da können wir herausfinden, wie der Ort heißt. Das interessiert mich jetzt eigentlich schon. Nein, Tab. Tab, I. I ist im Tab. Mittlerweile kämpfen alle um mich rum. Wo war denn das? Magische Gegenstände. Ah, der! Aha, speichern. So. Warte mal, ich muss die schon mit einer Speichern-Taste finden, lieber cooler. Ich muss mal kurz in den Tastaturbelegungen nachschauen. So, zurück. Einstellungen. Hallo. Angepasst. Ja, nur nachschauen. Schleichen. Okay. Sofort speichern 5, sofort laden F9. Warte mal, das ist nicht so günstig. Das beißt sich nämlich mit Fraps. Belegen wir das auf F6. So schon früh besser. Machen wir gleich F5. Es müsste auch gleich eine Nachricht aufklimpen. Ja, genau. Ah, ja. Mox, sitzt du eigentlich von mir? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, nimm das. Wir kämpfen in die Treppe hoch. Gott, thanks. Muss eindeutig die Einstellung nachher runterdrehen. Was mache ich? Mal wenn ich nicht aufnehme. Sense? Jetzt aber Sense hier. Jetzt muss ich nochmal da drin blinden, glaube ich, das habe ich noch nicht gemacht. So. Es gab auch einen Nimm alles Knopf, glaube ich. Also, außerdem da oben. Was bist jetzt du eigentlich von mir? Boah, geil, Level Up. Bringt mir nur noch nichts. F5.
5. Hier bei Gothic 3 musst du ja an so Schreien von Innos oder Belia beten und Lernpunkte benutzen, damit du deinen Lebens... also deinen Lebenspunkte erhöhen kannst. Hey, hallo? Was geht denn mit dir verkehrt? Ich kämpfe dich jetzt so lange an den Kisten hin, bis du einfach kaputt bist. Das kostet Energie. Ja, das war mal ein Doppelkill. So, Speer, Pfeil. Tat Diego, die Eule so. Der war auch noch cool damals. Ist jetzt immer noch cool. Er ist einfach eine coole Sau. Hast du den ersten, das war so ungefähr, glaube ich, dein erster wirklicher Freund da drin. Ich glaube, der war auch vom alten Lager. Sprich von den... Warte mal, das Wasser, das gibt es nicht Leben oder so? Ja, ein bisschen, genau. Hocker, Hocker, Hocker. Zeug. Ich habe keinen Schlosserknacken-Skill, glaube ich. Ah, doch. Ach ja, hier gibt's ja keine... Boah, ich glaube, das war ein guter Mana-Ding. Das muss ich nachher erstmal durchschauen. Das war, glaube ich, so ein dauerhafter Magieerhöhungstrank. Cool. Ich habe hier noch nie am Anfang wirklich geplündert. Fällt mir jetzt gerade so ein. Damals habe ich die einfach umgehauen und dann war gut. Aber irgendwann muss doch ja auch mal fertig sein. So, dann... Unsere Lieblingstaste jetzt. Ja! Ja! Und da ist es befreit. Adea gehört wieder den Menschen. So.